Und ich finde es sehr gut, dass die Länder und der Bund sehr frühzeitig signalisiert haben, dass denjenigen, die vieles verloren haben, die große Verluste erlitten haben, dass ihnen Hilfe zuteil werden soll. Und diese Hilfe, die zugesagt ist, soll auch gelten für die Gemeinden, die in den nächsten Tagen und Wochen nicht nur aufzuräumen haben, sondern die vieles wiederherzustellen haben. Straßen, die kaputt sind, Brücken, die verloren gegangen sind. Und deshalb ist es gut, dass solche Unterstützung zugesagt ist.